Big hier. Das Video heißt, hier seht ihr es, nur für dich, Unge. Also das Video mit einem Herzchen auf dem Thumbnail. Und er hat so ein Herzbild. Und auf diesem Bild bin ich, ein altes Foto von mir, wo ich eine Brille trage. Oder ich weiß nicht, wie alt ist das? Sieht ein bisschen älter aus, wo ich mein Haar, glaube ich, ganz kurz hatte. Wie so ein Passfoto in seinen Händen. Gut, Leute, schauen wir rein. Hallo an alle Leute auf YouTube. Dieses Video wird wahrscheinlich auf YouTube auch landen. Wir sind gerade im Livestream. Das sieht man auch an diesem wunderschönen Chat hier. Der beste Chat EU West natürlich. Hallo Chat, ihr könnt natürlich jetzt auch mal was schreiben. Hallo, hallo Stream. So, und wir gucken uns ein Video von Bekir an. Das Video heißt, nur für dich, Unge. Da Bekir gesagt hat, er macht keine Videos mehr, zu meinem Thema, bin ich sehr verwundert, warum er es jetzt doch eins macht. Aber wir gucken mal rein. Und ich würde sagen, let's do this. Bist du ready? Ich bin ready. Mimi ist natürlich auch dabei. Wir haben gerade spontan. Grüße an alle. Ja. Es gibt immer mal wieder zwischendurch spontane Mini-Ungeklickt-Sessions, die dann nur ein, zwei Videos lang gehen. Wenn ihr sowas nie verpassen wollt, folgt mir gerne auf Twitch. Wir haben jetzt fast die 800.000, glaube ich. Wäre richtig cool, wenn die 800.000 voll machen. Einfach unge.tv oben eingeben oder auf meinen Twitch-Channel in der Beschreibung verlinkt. Und einfach folgen. Das ist kostenlos. Ihr braucht nur einen Account. Das ist komplett kostenlos. Und wir könnten die 800.000 knacken. Das wäre sehr, sehr cool. So, auf geht's! Ich bin's, Bickett. Vorab erstmal an die ganzen Unge-Fans. Das sind keine fettigen Haare. Ich war duschen. Nur das wäre meine erste Frage gewesen. Okay, Bekir kennt uns schon mittlerweile. Will er jetzt von seinen Augenbrauen ablenken? Aber gut. Okay. Ey, was soll das denn? Hast du doch schon wieder was gegen die Augenbrauen gesagt? Ich habe ja letztens schon was dazu gesagt. Das ist ja egal. Was ich trinke? Das Thema schnell weg. Ich trinke gerade Ahornwasser. Lecker. Aus Kanada. Ahornwasser? Ja, Ahornwasser aus Ahornbäumen. Okay, los geht's. Für dich, ja, das ist der Titel. Das geht wieder mal an dich, Unge. Warum geht's denn schon wieder um mich, Bekir? Hast du nicht im letzten Video gesagt, es ist das letzte Video zu dem Thema? Bekir, mysteriös. Okay, vielleicht liegt's an den Klicks. Die letzten Videos haben gut Klicks gegeben, bei dir habe ich gesehen. Aber Bekir hat doch gesagt, dass du durch ihn jetzt die Klicks doch gehabt hattest, oder nicht? Ich würde sagen, wir haben beide gut Klicks bekommen, weil ich muss auch sagen, die Bekir-Videos liefen auch bei mir ganz gut. Also die Leute wollten es sehen. Das kann man nicht bestreiten. Es waren auf jeden Fall Klicks auf meinen Nacken für Bekir und es waren Klicks auf Bekirs Nacken für mich. Also gucken wir mal weiter. Tut mir leid, dass ich wieder mein Video mache. Im vorherigen Video sagte ich ja, dass kein Video mehr kommt, aber das ist das Video, wo ich deine Frage beantworten werde. Ah, hätten wir mal einfach zuerst das angehört, dann wüssten wir es. Ja. Okay, er antwortet schon selber drauf. Was für eine Frage habe ich ihm gestellt? Hä? Er möchte meine Frage beantworten, was für eine Frage habe ich ihm gestellt? Ich weiß es nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Du weißt ja, dass ich deinen Tweet gelesen habe mit auf Bekirs Nacken. Das habe ich gewusst wegen einem Fan von mir. Also ich habe das geschickt bekommen, also so ein Screen von deinem Tweet. Das habe ich geschickt bekommen. Als ich auf den Trends Nummer 1 war, ich war Platz 1 in den Trends mit dem Bekir-Video, habe ich auf Twitter geschrieben, Platz 1 auf Bekir seinen Nacken. Und da habe ich ja nicht gewusst, dass er kein Twitter hat. So. Snapchat und dann habe ich es halt gewusst, ne? Also ich habe gar kein Twitter. Aber wegen dir, weil du ja kein Snapchat hast, dachte ich mir, ey, ich erstelle mir Twitter und dann können wir schreiben. Also nur für dich habe ich Twitter erstellt. RIP Twitter. nicht cool? Okay. Ja, auf jeden Fall, Unge. Ich habe mir für dich Twitter erstellt. Ich heiße auf Twitter, That's Bekir, YouTube. Also nicht YouTube geschrieben, sondern YT, die Abkürzung. That's Bekir, YT. Warum heiße ich That's Bekir, YT? Weil irgendeiner That's Bekir geklaut hat auf Twitter. Ich habe selten ein Video gesehen, in dem so viel geklatscht wurde. Ja. Außer meine eigenen Videos. Ja, nicht cool, ne? Ja, lieber Simon Unge, du kannst jetzt immer mit mir auf Twitter schreiben, wenn du Bock hast natürlich, ne? Und ich kann immer. Oh, wir werden uns gleich erstmal seinen Twitter-Account angucken, Leute. Oh, ich freue mich. Hast du schon offen? Ich habe noch nicht offen. Nee, gucken wir das erste Video zu Ende und dann gucken wir uns den Twitter-Account an. So. Deine Tweets verfolgen. Also wenn du wieder. Oh, jetzt fühle ich mich übelst gestalkt. Es ist übelst gruselig, wie der das sagt. Er hat gesagt, jetzt werde ich deine Tweets verfolgen. Deine Tweets verfolgen. Also wenn. Bisschen Schiss habe ich jetzt. Bekir?
Muss los, Bruder, muss los. Okay. Nur wieder mal was, wo mich ballerst. Und das wolltest du ja auch noch. Ich habe ja vergessen, mich zu entschuldigen noch bei deiner Community. Also Entschuldigung, Unge-Community, Simon, Unge-Community, Entschuldigung, weil ich euch beleidigt habe. Cringe, 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 die Simon, Unge-Community. Ich habe eine Frage, ja? Simon. Simon, du, Simon mit Z. Simon, ja? Unge. Ich habe eine Frage. Was denkst du, wir haben jetzt noch anderthalb Minuten, nee, weniger als anderthalb Minuten vor uns. Glaubst du, dass er was zu der, zu seinen, wie sagt man, dieser nicht Prank-Video, das, war das ein Prank? Du meinst, dass sein Video gefaked war? Ja, genau, sein Fake-Video. Ich glaube nicht, dass er dazu, nee, was sagt. Ich glaube nicht, dass er darüber redet. Aber er hat sich bei den Ungeheuern entschuldigt. Ihr habt es geschafft, Leute. Beste Community. Okay, ich mache keine Klatschgeräusche hier einblenden, aber das muss reichen. Mimi klatscht im Hintergrund. Ja. Okay. Ja, weil ich ja Twitter neu habe und mich nicht so hart auskenne, steht da bei Nachrichten und halte dich privat mit jedem, der dir folgt. Also ich kann sozusagen Unge gar nicht anschreiben. Er muss mich erst abonnieren. Also lieber Unge, es wäre nett. Dieser Bait, dieser Abo, dieser Follow-Bait. Okay. Als wenn du mich abonnieren würdest. Auf Twitter. Digga, auf Twitter abonniert man nicht. Da folgt man. Da folgt man. Oh mein Gott. Okay. Dass wir schreiben können. Ich abonniere dich jetzt auch. So, Digga, ich hab meinen ersten Abonnenten auf Twitter. Bisher hatte ich nur Follower. Aber jetzt habe ich einen Abonnenten. Nice. Ja, ich jetzt abonniert? Ey, du bist bis jetzt die einzige Person, die ich abonniert habe. Das ist eine gute Entscheidung, Birkir. Also ich muss sagen, es gibt Dinge in Birkis Leben, die tut er auch. Also er entscheidet auch in manchen Situationen richtig. Gut gemacht, Birkir, wirklich gut gemacht, wirklich gut gemacht. Twitter kann ich nur jedem empfehlen und ihr könnt auch immer gerne folgen. Und auch Mimi, at mimi.tv und at unge. Unge. Es wird nur noch, dass du mich abonnierst, dann können wir schreiben. Und lieber Simon Unge, ich habe noch was für dich. Das hat mir ein Fan geschickt, also es hat ein Fan gemacht. Das ist einfach so witzig. Wo ich das gesehen habe, hatte ich so einen Lachkick und habe das direkt gescreenshottet. Also... Ja, das hat mir ein Fan auf Snapchat geschickt. Das ist so witzig. Oh mein Gott. Endlich habe ich auch Augenbrauen. Ja, moin. Perfekt. Das ist einfach sowas von hart witzig, Mann. Das Bild werde ich auf Twitter posten. Geht mal bitte alle dann auf meinen Twitter-Account und liked dieses Bild. Abonniert mich auf Twitter. Du auch, Unge, dass wir endlich mal schreiben können. Und abonniert diesen Kanal. Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, haut rein, meine Big Hits. Hau rein, Hau rein, Bekir. So, jetzt gehen wir erstmal auf Twitter und schauen uns, yep, mal an. Setz Bekir YouTube, okay? Setz Bekir YouTube. Ich bin schon drauf. Moment, ich noch nicht. So. Setz Bekir YouTube. Es müsste der richtige Account sein. Ja. Yeah. Er folgt einer Person. Digga, yeah, jetzt halt nicht, ich bin das. Digga, er folgt ja mir. Digga, okay. Ja, okay, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mein offizieller Twitter-Account. Ich bin auf seine Nachrichten gespannt. Oh, er hat sogar Musical.ly. What? Es kommen ja ganz neue Abgründe tauchen hier auf. Okay. Okay. Ich würde sagen, Leute, wir folgen ihm jetzt einfach mal auf Twitter. Also ich folge ihm auf Twitter. Und ich halte auf dem Laufenden, was wir denn geschrieben haben und was passiert, Leute. Ich kann nicht anders. Ich muss wissen, was er schreiben will. Okay. Und Mimis Vater kommt erstmal rein, gibt ihm Nackenstelle. Yeah. So. Okay, Leute. Ich habe Angst, wenn ich ihm folge, dass das Video auf YouTube sofort zu Ende ist. Also, macht euch bereit. Uff. Gut. Gut. Bist du jetzt ihm gefolgt? Ich bin jetzt ein offizieller Setz-Bekir-Follower. Denn auf Twitter, da regelt man Probleme. Da regelt man Probleme fürs Leben. Okay, okay. Er will nur Follower. Okay. Ich bin aber gespannt, was er schreiben möchte. Und ich bin ja bereit für solche Geschichten. Sehr nice. Okay, Bekir. Bitte, Bekir, mach nicht nur noch Videos über mich. Mach guten Content einfach. Versuche ab jetzt guten Content zu machen.